Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Worms Ultimate Mayhem. Jetzt schon der dritte Versuch mit der geilen Kartoffel. Das sind. Hol sie, Dr. Devil. Guck mal, das ist jetzt sogar die Anfangskarte, wie wir gestartet sind. Ist doch eindeutig geil. Hallo, häng doch nicht da fest, du Depp. Aber wie gesagt, schon gerade in die Aufnahmen. Wir spielen Zerstörung auf der Map Camelot. Oh. Er geht in den Nahkampf. Dynamit. Ja, die zwei sind wie Dynamit. Reif für die Psychiatrie. Damit kannst du schon rüber, das ist schon mal ganz schön. Na. Das ist eigentlich ein bisschen fies, weil der anfängt, kann eigentlich bestimmen, ob der andere rüberkommt oder nicht. Wenn er hinkriegt. Ja, gut. Das ist Voraussetzung. Ja. Ein Pack. So. Taktik ist geil, ne? Du kommst auch nicht mehr rüber. Gut, auch noch mit Jack, bitte, also. Ja, wir haben aber nur zwei. Also ich nur noch eins. Müssen wir erstmal wieder einsammeln. Aber ich glaube, ab der dritten Runde sind ja schon die Fernkampfwaffen. Da. Spring über die Brücke, das schaffst du. Oder bau dir eine Plattform dazwischen, das geht auch. Da fliegt er, da fliegt er. Und... Alter, nice gerettet. Nice gerettet. Das war aber richtig. Das muss ich dir mal lassen. Mein Gott, was ein Motherfucker. Heilige Handgranate. Unter Druck werfen. Diesen Wurf an. Da läuft sie. Würde ich so sagen. Okay. Zusatzgerät vergeben. Hier, yeah, Bitches. Der Trizeps. Was machen wir mit dem? Den geben wir einen Pumperschlagauftrag. Denn die Pumper wollen Rache. Pumpernickel. Ich glaube den letzten treffe ich nicht. Wäre geil, wenn ich den letzten fast Teil da der auch treffe. Ich treffe noch niemals den ersten, auch ist das scheiße. Leck mich doch. Okay, ich hätte mir auf die gehen sollen, hätte ich Schaden angerichtet. Oh my girl, Zeit für eine Party. Mr. Bad. Mr. Bad bereit in 6 Sekunden. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Warte, jetzt. 9, 8, 7, 6, 5. Jetzt ist er bereit. Und er läuft. Muss einen kleinen Jump machen. Und er läuft weiter. Überlegt, was nimmt er für eine Waffe? Er nimmt den Luftschlag. Zieht sich nochmal um. Und geht in den Zielmodus. Was denkt er sich? Was wird er für eine Attacke machen? Er macht die Nackenschulter. Gift, Gas, Anschlag, Penetrationswaffe. Die Kugeln fliegen. Und der Plan geht vollkommen auf. Alter. Ah, schnapp dir die Kiste und fang das Metal an. Achoo. So, dann geht's los, ja? Jetpack. Jetpack. Kissenregen. Ja. Alter. Kisten nur einfach, Chris. So, wir. Du. Das sind wir Kisten.
Respekt, war das eine geile Granate. Der, ja. Einfach exakt die Lücke getroffen. Boah, war die war echt. Alter. Egal, das war die, die ich eher eingesammelt habe, also habe ich jetzt wieder. Plus minus null Granaten. Okay, habe ich direkt die Mitte getroffen. Jetpack. Jetzt kannst du die ganzen Kisten wieder einsammeln, ne? Nice. Nice. Dann solltest du angreifen. Dann solltest du richtig, also gucken, dass der Safe-Angriff ist, weil das übelst ist mit doppelten Schaden. Ja, klar. Er wartet noch, bis er zählt. So. Mach da. Oh. Das Tor plus Mauer soll zerstört werden. Bam, 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 bam. Der Doppelschaden ist so heftig, ne? Doppelschaden. Ja, klar. So übel. Krank ist halt einfach, wenn du Heidegger und Granate dann hast. Dann hast du echt gewonnen. Oder Esel. Ja gut, Esel ist auch. Oder Fatboy, der kann dann auch was. Braucht dann auch nur einmal einschlagen. Machen wir einfach mal ein Safe. In die Mauer. Nein, ich krach nicht in die Mauer. Ich mache Land kaputt. Giftgas gibt. Ja. Oh. Alte Kisten. Giftgas gibt Gas. Plus eine Granate. Plus eine Esel. Denn geht jetzt erstmal auf Kistensammeltour. Ja normal, Alter, guck mal, der steht. Ja, Alter. Klar. Junge, springen noch. Wie gesagt, nicht direkt an der Mauer stehen, sonst springt er nicht vernünftig. Ja, die roten, die bin ich. Hier eine gute, die ganze Granate hinzukriegen. Mal gucken, was er macht. Die macht Platsch. Aber nochmal wenigstens da oben anecken. So, jetzt hoffe ich, krieg eine in der Mitte, dann kann ich ein bisschen Kisten sammeln gehen. Kisten sammeln, Kisten sammeln, Kisten sammeln, ist so toll. Kistenregen. Doppelschaden. Doppelschaden. Bananenbombe. Pumperschlag. Mein Gott, Alter. Machen die mal ein bisschen safer. Bam! Boah, wie der fliegt! Platsch! Out of map! Alter, out of map. Und Nackenschulter kriegt immer noch Damage davon. Alter, kranker Scheiß. Also ich würde sagen, jetzt kommst du erst recht nicht mehr rüber. Nee, jetzt hast du mich komplett drin gerettet. Aber das war, zählt das auch mit zu meiner Burg? Weil, die Brücke nicht so viel. Ein bisschen. Siehst ja an den Balken, da ist jetzt nicht wirklich viel, was das abzieht, die Brücke. Ich hab halt deine Verbindung komplett gekappt. Boah, ja, jetzt kriegst du Kissenring, Kissenring, das, bap, bap, bap. Doppelschaden, nochmal Doppelschaden. Nochmal Doppelschaden, Alter! Ratatatata. Alter. Ja. Jetzt guck, dass du ordentlich was machst. Okay, Rinderwahn, der ist hart. Rinderwahn ist hart. Ich würde auch. Tipp, okay, Giftgas. Dreimal Doppelschaden. Ja. Mal gucken. Da fallen sie runter. Bam! Jawollska! Und ein bisschen Millimeterbereich, ey.
Leck mich an meinem Kochnis, ey. Ich will auch so einen Lack. Dann gucken wir mal. Dann kriegen wir erstmal einen Kistenregen. Da haben wir hier dann. Da haben wir schon mal einen Doppelschaden. Da haben wir einen Kistenregen. Da haben wir einen Kistenregen. Doppelschaden. Ja. Jetpack. Doppelschaden. Ja, Alter, dreimal. Kistenregen. Betonesel. Ja, aber da müssen wir schnell angreifen. Schnell angreifen. Das ist die richtige Burg. Meine ist mir schon komplett zerdeppert. Ja. Deine. Aber meine wird jetzt auch tot sein. Hoffe ich. Badaboom! Die geben einfach so krank Damage jetzt. Weil ich noch ein bisschen mehr halt hab, ne? Weil ich halt nicht so, weil du hast jetzt noch zwei Giftgasfässer. Die halt auch nochmal ordentlich Wumms gemacht haben. Oh, egal. Regen? Für Sonic MPK stehen neue Waffen bereit. Verfügung. Hier kommt Miss Dad. Nice. Bad Boy. Vor allem kriegt in dem Spiel muss einfach niemals alle Kisten eingesammelt. Das ist unmöglich. So, da muss er angreifen. Da muss er jetzt angreifen. 10 Sekunden hat er nur noch. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2. Da fliegen die Augen. Läuft. Wir vergrößern mal den See. Ausbauarbeiten. Fertig. Bam. Der Bizeps. Schrumpf vom Sardat. Natürlich der Bizeps. Kistenregen, Bananenbombe, Doppelschaden. Sag ich doch. Okay, das kann zu hoch sein, doch nicht. 22 Sekunden noch. Können wir noch ein bisschen Kisten zusammen gehen. Okay, jetzt sollten wir angreifen. Nehmen wir ihn doch. Ne, das ist deiner. Den Fatboy. Mit Doppelschaden. Oh. Aber nur einfach. Alter. Boah. Alter, der ist nur einmal aufgekommen, ey. Und macht einfach mal. Nur einfach, sagt er. Nur geht krank. Ich liebe Doppelschaden. Ja, aber wobei du, wenn du Doppelschaden hast und dann einen Betonesel und Fatboy, dann bin ich platt. Nee, ich bin knapper. Jetzt gerade bin, rot. Wo bist du, ja? Ja, rot heißt, ist deine Burg, ne? Das heißt, ich bin knapper. Wenn für rot weniger ist, heißt es, ich bin am Gewinn. Weil der die HP der Burg anzeigt. Alter, ich krieg alles, aber kein Doppelschaden mehr. Doppelschaden halt. Nice. Nee, so kriegst du kriegst keinen Doppelschaden. Bin ich, jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Burg das war. Nice. Ich, an... ich weiß welche. Weißt du, welche ist es? Ich hab mir die Form gemerkt. Ach, egal. 5, 4, 3, 2. In der Richtung, wo du... In die Richtung, wo du geguckt hast, wo das Fass auf der Brücke war, das müsste deine gewesen sein. Warte. Ne, du hast sogar in die richtige Richtung geguckt. Das sag ich doch. Da kannst du sehen, du hast so einen kleinen Lake sozusagen angelegt, so einen kleinen See. Und da kannst du jetzt merken, durch das Gift-Ding. Okay, jetzt hast du aber gewonnen, weil jetzt... Darf noch nicht weg.
eindeutig zu langsam. Komm. Bin Doppelschaden, direkt beim ersten, so ist es doch. Fatboy. So. Haben nur genug Zeit. Können wir noch ein bisschen Feinarbeit machen. Let's go. Das wird dein Ende sein. Giftgas plus Fatboy plus Doppelschaden. Und du bist futsch. Normal. Bam! Würde ich sagen, dass du Matsche bist. Himmel, eine Kiste. Haha. Okay, du bist noch nicht futsch. Ich darf nochmal. Du kriegst nochmal die Chance und ich darf nochmal. Ich sag ja, am Ende ist das, du musst zu viel Land für wenig Fläche zerstören. Jetpack, um die Kisten zu kriegen. Alter, das ist schwer. Da fliegt da außen rum. Leck mich. Da holt er das. Das ist natürlich mal Bock. Der Fat Boy. Nein, ich hab grad geklickt. Alle großen Schachzüge beginnen mit etwas Hilfe. Die Brust. Doppelschaden geht doch, das reicht. Fatboy. Dann zerstören wir doch einfach mal die Landfläche. Also ich weiß auch nicht, was du zerstören musst. Da. Das ist, keine Ahnung. Komisch. Aber jetzt müssen wir aber ehrlich vorbei. Ne? Eigentlich ja. Hoffe ich. Komm. Okay, kommt nur eine Kiste runter. Und dann bist du dran. Das gibt's doch nicht. Was willst du noch zerstören? Wahrscheinlich die fliegenden Mauerteile. Ja, das bringt mir doch ehrlich gesagt. Freu dich doch, du kriegst doch noch mehr Chancen. Ja, die ich jetzt eh noch verkackt, pass auf. Erstmal rutscht er da runter. Hallo. Lalalala. Hallo, bist du? Da springt er vorbei. Da war er wieder zu nah an der Mauer, weil er es immer noch nicht verstanden hat. Wo ist denn? Hier ist Metal, sind so gut wie eine Waffe. 13, 12, Rinderwahn. Okay, damit ist mein Untergang. Mit Doppelschaden und Rinderwahn, das ist ein Untergang. Das wird mein Untergang. Wer das nicht, du wirst es sehen. Bam. Sollte man die Kill einsammeln? Aber wenn du jetzt nicht gewinnst, dann weiß ich auch nicht. Ja. Dann weiß ich jetzt wirklich. Ja gut, wenn dann gewinne ich jetzt, dürfte ich eigentlich nur noch nicht gewinnen, wenn ich Dingens. Ich habe jetzt schon mal einen Doppelschaden. Also. Scheiße. Haben wir uns einfach da die Kiste, wo man nicht viel arbeiten muss. Noch ein Jetpack, schön. Nochmal ein Doppelschaden. Kistenregen, eine heilige Handgranate, ein Doppelschaden. Jetzt habe ich dreifachen Doppelschaden. Ja, und dann nehme ich einen Luftschlag. Das ist deine Burg. So, jetzt soll ich den über die fliegenden Scheißteile da fliegen. Wenn er das ist, was der unbedingt kaputt haben will. So, dürfte ich jetzt bitte gewonnen haben? Dankeschön! Da hab ich mal wieder gewonnen. Juhu, 3-2 steht's für mich. Insgesamt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, mit diesem Ergebnis sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Worms mit dem geilen Dustin und dem noch geileren Patrick. Tschüss!